im Also von Stadion. daher, das ist doch schon mal nicht verkehrt, was da an Zuschauern am Start ist. Aber wir gucken uns jetzt StarCraft an. Wir gucken uns Warcraft 3 an. Lynn gegen Happy. Wir sind auf der zweiten Map und ich würde sagen, wir legen mal los in 3, 2, 1, go. Ja, so sieht's aus. Turtle Rock ist die Map der Schildkrötenfels. Rechts unten auf dem Schildkröten Vorderfuß startet Lynn. Auf dem Hinterfuß rechts startet Happy. Wusstest du eigentlich, dass es eine Schildkröte ist? Ja, sieht man doch. Oben rechts der Kopf, unten links der Ja. Schwanz oder umgekehrt, je Ja. nachdem. Wusste ich Also nicht. Seit langer jetzt nach Zeit. deiner Rechnung würde ich sagen, wäre oben rechts der Kopf, sonst wäre es nicht der Vorderfuß, wo Lynn startet. Ja, er nimmt den Blade Das ist Master als richtig, ja. First Hero und ja, sein Gegenüber Happy diesmal nicht auf, doch auf Fiends, doch. Ja, Noch keine Hero. entscheidet sich hier wieder für Fiends natürlich einen späten Altar auf Darkness dadurch. Scout-Peon von Lynn ist natürlich jetzt hier schon in der Mainbase des Russen angekommen. Und ja, der guckt sich da ein bisschen um, beschäftigt momentan noch einen Ghoul. Ja, Blockversuch mit dem Echo Light hat nicht so ganz geklappt. Der Peon läuft weiterhin im Kreis. Ja, Happy lässt jetzt auch von dem ab, weil das würde dann zu viel Holz kosten, wenn er den Ghoul zu lange da wegziehen würde. Genau. Und ja. Bei Lynn, der Blade Master jetzt aus dem Altar raus, der erste Grunt ebenfalls. Orcbro ist im Aufbau, genauso wie die Voodoo Lounge. Er wird sich jetzt hier diesen Spot wahrscheinlich erstmal sichern. Dann Ja. das Item holen, am Shop TP verkaufen, Healing Salves. Und dann denke ich mal, könnten wir eventuell fast schon den ersten Go sehen. Ogre Warrior, der das Item hier natürlich trägt, wird erstmal angegangen. Mal gucken, was es da gleich geben wird. Es gibt als Item den Ring of Protection plus 2. Ja. Ja, schlechtestes Item, das er hier finden hätte können. Ja, denke ich schon. Also Claws oder Gloves gibt es natürlich hier auch. Und für alle, die sich immer fragen, warum müssen wir das, welcher Ogre das Item hat, man kann das ganz einfach merken, indem man sagt, immer der Troll, beziehungsweise der Ogre, der rechts vom Hero steht, wenn man auf den Creepspot guckt, der hat immer das Item, egal auf welcher Position. Wenn man vorsteht, rechts der Ogre hat das Item. So könnt ihr immer schön creepen, euch es euren Freunden erzählen, damit angeben, was weiß ich. Ich töte trotzdem immer den Falschen. Ja, wir sehen auch Happy. Wie gesagt, wenn wir jetzt nochmal gucken, also es müsste der von uns aus gesehen linke sein, Ja, der der. rechte vom Death Knight aus, der hat das Genau. Item. Und hoffen wir mal, er kriegt ein für sich besseres Item, als jetzt der Ork Lynn bekommen hat. Und Was kriegt er da? Ja, Gloves Gloves auf of Haste. Haste. Der Blade Master kommt ein bisschen zu spät, geht aber gleich mal auf den Death Knight. Backstep Damage wird da ausgeteilt. Und diese Fiend ist hier surrounded, oder? Ah, nicht Ja, nee, ganz. nicht ganz. Wäre aber auch Schade. unglaublich gewesen mit dem Hero, den Surround. Ja, Das gibt auf Plunder Island Stelle, da kann man mit einer Unit, beziehungsweise einem Hero, ja, eine Unit surrounden. Ja, Lynn hat jetzt mit dem BM schon ein bisschen Damage angerichtet. Happy muss sich da ein bisschen zurückziehen. Und ja, dementsprechend der Undead wieder mehr auf dem Rückzug. Immer noch nicht Level 2. Und dementsprechend nicht ganz so schnell mit den Fiends wieder in seiner Base zurück. Dauert noch ein bisschen. Hat allerdings auch den Rubin Tower relativ weit hinten stehen. Ja, letztes Skelett geht jetzt hier noch down, kurz bevor sich an den Creep suiciden kann. Der Orkspieler creept jetzt hier nochmal schnell die kleinen Turtles weg. Von hinten kommt natürlich Happy wieder rein mit einem Death Knight. Der Creep ging an den Orkspieler, das Item ging an den Undead. Mantle of Intelligence gab's. Und da wird natürlich jetzt hier wieder nochmal weiter um die nächsten Turtles gekämpft. Da Ja, gehen die wieder an den Ork. Level 2. Level 2 dadurch erreicht. Nächste Turtle, denke ich, wird hier an den gehen, also der Blade Master, ja, Windrock kommt zu spät, geht da nicht mehr drauf, holt sich hier nochmal schnell ein Skelett mit einem Backstep. Lustige Angelegenheit, eigentlich auch dieser Scout-Pion von Lynn hat sogar noch überlebt. Also wurde hier der sehr, sehr lange rumgemicrot und kam dadurch auch nochmal weg. Ja, vielleicht kommt ja die späte Rache des Skeletts. Nein, noch nicht. Happy sieht gerade, dass Lynn seinen dritten Barrow fertig kriegt, kann da nichts unterbrechen, also für Lynn läuft es optimal, auch in diesem Spiel bisher. Und ja, macht sich jetzt erstmal nochmal links oben an den nächsten Ogre Warrior in der Hoffnung, diesmal was Besseres zu kriegen. Findet Gloves, hat er müsste. Wann ist er da? Ein Zirkel hat er ja schon. Ja, Gloves of Haste hat es gegeben. Das ist doch schon mal ein Item, mit dem kann er ein bisschen mehr anfangen. Die Boots of Speed hat er natürlich auch. Hat jetzt auch noch den Ring of Protection behalten. Deine Grunts verfolgen hier nochmal ein Skelett. Der andere Spieler geht erstmal hinterher. Momentan, ja. Die drei Fiends nur mit am Starten, das ist doch gegen den Blade Master nicht ganz so wirklich viel. T2-Tech gleich durch, wir sehen nochmal den nächste Crypt Fiend.
Tyrant Chieftain gibt es als Second Hero. Momentan noch keine Tier-2-Buildings in Auftrag gegeben worden. Aber diese kleinen Skelette, die läppern sich natürlich auch. Das sind auch wichtige Experience-Punkte. Da konnte Lynn jetzt doch schon einige von killen. Und der DK, wir sehen, ist halt immer noch Level 1. Also Level 1 DK ohne die Aura, das ist natürlich auch für die Fiends schwierig, wenn sie flüchten sollen. Also Happy bisher. Das ist nicht so gut. 116 Experience auf dem DK, also es ist, der hat noch nicht mal den grünen oder den orangen Creepspot fertig bekommen, der vor seiner Base war. Jeweils nur zwei Ogre Warriors und ja, ich glaube, die eine große Turtle war es. Das war es auch schon wieder bei Happy. Also Happy kommt zu überhaupt gar nichts, das macht Lynn verdammt gut. Creeps ist auch noch den restlichen orangen Spot fertig, damit genau, bleiben wir zweieinhalb vom Level her. Ja, holt sich auch nochmal ein paar Skelette, also sieht ganz gut aus. Slaughterhouse wurde jetzt hier in der Mainbase errichtet, da sehen wir nochmal ein Ziggurat, dass er errichtet wird. Und Happy hat sich gedacht, ja, creep ich jetzt mal diesen Spot hier unten, aber der wurde halt schon von den Grunts genommen und ist dementsprechend hier auch schon ja, wieder ins Leere gelaufen. Muss jetzt gucken, wo er denn seine nächsten Experience-Punkte herkriegen könnte. Blade Master kommt aus Windwalk, Backstep auf die eine Fiend, die wird nochmal gecoilt. Jetzt kommt hier ein Critical Strike hinterher, erster Grunt wird rausgefokust, zieht sich nach hinten zurück. Blade Master mit Scroll Speed geht der Fiend hinterher, die wird nochmal gecoilt. Dust of Appearance wird eingesetzt, eine Fiend geht down, der TC könnte stompen, Scroll Speed stompt hier sehr, sehr schön in die Fiend. Drei Fiends erwischt und jetzt wird sofort die erste Fiend wahrscheinlich gleich gekillt werden. Da kommt nochmal die Coil. Ein Grunt ist hier relativ angeschlagen, die Fiend geht down, der Grunt immer noch mit der Scroll Speed, müsste sich zurückziehen. Nächster Stomp kommt jetzt hier. Grunt wird fallen, aber auch die nächste Fiend wird es hier dran glauben müssen. In diesem Augenblick ist es auch schon soweit. Die Fiend geht down. Momentan haben wir auf Seiten von Lynn 34 Supply. Und bei Happy, ebenfalls. Bei Lynn 37 jetzt. Ach so, okay, so rum. Ja, alles klar. Ja, Happy, zwei Fiends verloren gerade. Der CC kam zum richtigen Zeitpunkt kurz bevor. Also Happy war ja schon quasi wieder auf dem Rückweg. Und der CC mit seinem Storm da nochmal zwischengegangen. Level 1,5. Und ja, Lynn sehen wir jetzt wieder in seiner normalen Strategie, also mit Spirit Lodge ganz normal auf Tier 2, Techt hier nicht auf Tier 3 weiter, also hat hier diesmal zwei Tier 2 Buildings gebaut. Ja, Happy muss jetzt gucken, dass er irgendwoher die XP bekommt, hat den DK auch auf 1. Er geht towern, er hat den Lich raus, er hat eine Statue, nimmt den Acolyte mit der Frost Armor schon ausgestattet und ja, er hat den Sacrifice Skull und jetzt wird getauert. Wir gucken uns die Mainbase an von Lynn. Ja, sieht ganz gut aus. Sieht ganz okay aus eigentlich. Ja, mit den Orkboro wird er halt nicht in die Range der Tower kommen, aber mal abwarten, ob es überhaupt so weit kommen wird. Der Go kommt auf jeden Fall erstmal auf die Voodoo Lunge, blockt hier vorne natürlich relativ gut. Jetzt kommt der Sacrifice Skull. Es wird der erste Ziggurat gesetzt, der zweite Ziggurat kommt von hinten, kommt die Ork-Armee jetzt rein. Da ist schon der erste Spiritwalker mit dabei. Spiritling wird sofort gecastet. Die Statue von Happy wird attackiert. Die bräuchte mal hier Frost, aber Storm wurde hier wieder sehr, sehr schön reingesetzt. Und jetzt wurde hier schon ein Ziggurat abgebrochen. Da kümmert sich ein Grump momentan drum, beziehungsweise hat sich drum gekümmert. Wow, jetzt noch ein besserer Storm, die komplette Armee von Happy war hier gerade gestompt und das Problem natürlich, Lynn mit ein paar mehr Units als eben, ist er natürlich nicht auf Tier 3 getecht, sondern auf Tier 2 geblieben. Das merkt man gerade, der Tower, beide sind schon weg wieder. Und der TC haut noch zusätzlich mit rein, die Stomps kamen verdammt geil eben und Happy mit Problemen jetzt hier, muss den Tower nochmal neu aufbauen. Hier geht zwar ein Grunt down, aber das sieht doch nicht ganz so gut aus zur Zeit für den Undead hier, das durchzubekommen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Links einige Fiends angeschlagen. Sollte die vielleicht mal irgendwie wieder aufs Blight ziehen, denn da bringt es jetzt momentan nicht so wirklich viel. Wenn er schon Blight hat, sollte er das vielleicht auch ausnutzen. Aber jetzt wird hier erstmal der Lich entsnared. Der kriegt die Coil ab, da kam der Blade Master aus dem Windwalk, hat nochmal einen Hit gesetzt, aber kam gerade nochmal rechtzeitig die Heilung. Eine Fiend fällt jetzt hier nochmal, die Grunts ziehen sich nach hinten zurück, sind hier relativ angeschlagen. Steht auch noch ein Spirit Walker mittendrin. Blade Master im Windwalk geht sofort wieder Backstep auf den Lich. Es geht jetzt hier nochmal auf das nächste Ziggurat. Das ist hier fast fertig. Eine angeschlagene Crypt Fiend von Happy zieht sich nach hinten nochmal zurück. Also er microt hier wieder wie ein junger Gott, aber es wird ihm wahrscheinlich nicht wirklich viel bringen. Das Ziggurat, er muss es canceln. Er muss es eigentlich canceln. Er lässt es durchkommen. Es geht down und jetzt zieht sich der Blade Master erstmal nach hinten zurück. Also momentan wird jetzt hier wieder ein Ziggurat errichtet. 40 Supply bei Lynn, 37 aktuell. Bei Happy, die Voodoo Lounge wird angegriffen. Von der Seite kommt jetzt hier die Ork-Armee wieder rein. Level 1 Tyrant Chieftain, immer noch Coil eingesetzt auf eine angeschlagene Fiend. Wo bleibt die nächste Frost Armor? Der Lich hat nicht mehr so wirklich viel Mana. Blade Master geht jetzt erstmal auf die Statue. Wurde sofort nochmal kurz ein bisschen Heilung durchgeknallt. Genauso wie der nächste Spiritling. Blade Master killt jetzt hier einfach die Statue. Und der Storm saß ja auch wieder relativ gut. Die Ghoule sind natürlich mit von der Partie. Blade Master wird jetzt hier gesehen, ist noch gedustet. Geht auf die nächste angeschlagene Fiend, die hier erneut Frost Armor gekriegt hat. So Raumversuch wollte ansetzen, hat nicht ganz geklappt. Der Blade Master hätte
wäre auch wahrscheinlich down gegangen, wenn Satoubi gewesen wäre. Denn er hat keinen Mana mehr. Jetzt geht's ja auf die Reserve, ja, zusammen mit dem BM. Auf den Lich. Der Lich muss sich zurückziehen. Blade Master wird kurzzeitig geblockt. Der Lich geht down in diesen Augenblick. Das sieht hier wieder nicht gut aus. Für Happy Spirit Link wird nochmal durchgecastet. Jetzt gehen nochmal ein paar Spirit Walker down. Aber der Blade Master, der schnetzelt sich einfach durch. Jetzt wird nochmal ein Ziggura beschworen. Cole kam nochmal auf eine angeschlagene Fiend. Aber oben fällt die nächste Fiend. Das sieht mir hier wieder nach einem Win für Lynn aus. Das sieht mir nach dem klaren, deutlichen 2-0 aus. Ja, da kommt GG. Auch schon das GG von EG Happy. Und damit verliert er dieses Spiel. Und der dritte Platz geht an SK Lynn.